Bei dem Sexismus, jeder Kanzlerkandidatin natürlich hart angegriffen wird. Tja, meine Lieben, selbst die Grünen geraten in Stocken, wenn sie ihre Kanzlerkandidatin verteidigen sollen heute noch. Und damit begrüße ich euch zu einer Sonderausgabe unserer Irrenhaus-Reihe. Wir leben ja bekanntlich in schweren Zeiten, deswegen habe ich heute mal ein paar Videos für euch rausgesucht, die auch zumindest teilweise lustig sind. Oft allerdings mit einem ernsten Hintergrund. Schaut euch mal an, was Karl Lauterbach hier schon wieder rausgehauen hat. Dann durchaus sein, dass die Impfungen ohne jeden Lockdown, also wenn wir wieder ganz normal miteinander zusammenleben, dass die Impfungen dann nicht so stark wirken, weil man dann sehr viel stärker exponiert wird. Und wenn dann tatsächlich die Impfwirkung sinkt in dieser Größenordnung, dann hätten wir auch im Herbst ein Problem. Ja, meine Lieben, ihr habt richtig gehört. Am besten ist, wir lassen uns alle impfen und schließen uns dann zu Hause ein und kommen auch nicht mehr raus. Der heutige Darwin Award geht an einen mutmaßlich linksextremen Attentäter. Schaut euch diesmal an. Wir kommen nach Tiflis. Dort ist die Regenbogenflagge nicht ganz so beliebt wie bei uns. Wir kommen noch mal zu Annalena Baerbock. Oliver Krischner, auch ein Grünen-Politiker, war bei Markus Lanz eingeladen und sollte versuchen zu retten, was schon längst nicht mehr zu retten war. Dieselben Wörter, dieselben Sätze, warum die gleichen Formulierungen? Das müssen Sie an der Stelle geht es doch darum, muss ich dass an der Stelle hier wen fragen? ja, Den da muss Autor, eine den Reise. Ghostwriter oder Annalena Baerbock? Ja, also die Formulierung ist so, dass da an der Stelle eine Reise gemacht wurde, dass da Eindrücke gesammelt wurden und wieso die Deutsche Welle jetzt eine ähnliche Formulierung hat. Ein Jahr vorher. Gute Nachrichten gibt es auch von der Europäischen Einwanderungsfront hier aus Italien. Grazie, signore! Und hier, das wird wohl irgendwo in Spanien sein. Also, es läuft, es geht weiter. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir in Zukunft an einem Facharbeitermangel leiden. Verabschieden möchte ich mich mit einer kleinen, aber sehr lustigen Geschichte aus der Welt des Sports. Haut rein, meine Lieben, macht weiter und bis später. I don't think that'll do, gentlemen. No, I want to let...